Freunde, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich bin hier gerade noch so ein bisschen am Feintuning der Weihnachtsdeko dran. Ach, echt, Achim? Ich weiß nicht. So geil finde ich das jetzt echt nicht. Hä? Ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Es sieht total schön aus. Und du bist damit richtig im Trend dieses Jahr. Ach, guck mal, da kann noch eine dran. Perfekt. Ja, ja. Weihnachten ist immer für Überraschungen gut und diese nicht immer positiv. Manchmal ist der heilige Abend nämlich gar nicht so heilig, wie man das gerne hätte. Ja, kenne ich. Stress, zu hohe Erwartungen und Friede, Freude, Eierkuchen auf Knopfdruck, da ist die Eskalation ja quasi vorprogrammiert. Und vom Fest der Liebe ist dann nicht mehr so viel zu spüren. Hm, wieso ist Weihnachten eigentlich das Fest der Liebe? Also ich erinnere mich ja mega gerne an die Weihnachtsfeste zurück, als ich noch Kind war. Bei uns ging Heiligabend immer pünktlich 18 Uhr los. Kurz vorher haben meine Schwestern und ich uns schick angezogen, den Tisch gedeckt. Meistens musste noch ganz schnell ein Weihnachtsgeschenk verpackt werden. Und im ganzen Haus waren überall Lichter und brennende Kerzen. Was denn? Weihnachten hat als das Familienfest überhaupt schon eine ganz schön lange Tradition. Denn auch das allererste Weihnachten war ja sowas wie ein Familienfest. Vor über 2000 Jahren kommt Jesus in einem Stall in Bethlehem auf die Welt, so erzählt es zumindest die Bibel. Aus dem Paar Maria und Josef wird eine kleine Familie. Und Christen glauben, dass mit diesem kleinen Jesusbaby Gott höchstpersönlich auf die Welt kommt. Als Zeichen dafür, dass er sich um uns kümmert und wir ihm nicht egal sind. Als größter Liebesbeweis für die Menschheit ever. Ist doch ein schöner Grund, Weihnachten auch heute noch als Fest der Liebe mit der Familie zu feiern. Und damit das auch einwandfrei funktioniert, geben wir euch heute 5 Tipps für ein harmonisches, eskalationsfreies und entspanntes Weihnachtsfest. Unser Tipp Nummer 1: Seid aufmerksam. Ich bin da ja super schlecht drin, Geschenke zu kaufen. Mach mir da immer viel zu viel Gedanken. Braucht sie das? Gefällt's ihr? Hat sie es vielleicht schon? Passt die Größe? Okay, Achim. Ich glaube, ich habe was gefunden. Der Pulli hier ist, glaube ich, ganz cool. Der kostet nur 20 Euro. Nee, Jens, viel zu günstig. Ja, der wird hier aber mega stehen, ey. Ohne Witz. Okay. Was mit einer Uhr? Eine Uhr? Hat sie doch bestimmt schon, oder? Ja, stimmt. Oh, ich hab's. Ersatzfahrradschläuche. Jens, what the... Oh, weißt du was, dann kriegst du halt wieder einen Gutschein. Leute, jetzt mal Butter bei die Fische. Gute Geschenke müssen nicht immer teuer sein. Wichtig ist, dass sie von Herzen kommen. Persönliches schlägt immer Materielles. Kleiner Tipp, euren Liebsten übers Jahr einfach mal aufmerksam zuhören. So bekommt ihr nämlich ganz beiläufig die besten Hinweise, worüber sie sich wirklich freuen würden. Ich glaube, das werde ich mal versuchen. Das könnte mir eine Menge Stress sparen. Unser Tipp Nummer 2. Seid dankbarer. Oft bekommt man was geschenkt und ist aber dann irgendwie doch enttäuscht. Bescherung. Frohe Weihnachten. Danke. Ich liebe Geschenke. Wow. Fett, oder? Jens, ein Dosenöffner. Den habe ich mir ja schon immer gewünscht. Notiz an mich selbst, eBay-Account erstellen. Ganz ehrlich, damit sowas nicht passiert, macht euch mal bewusst, wie gut es uns eigentlich geht. Es gibt da draußen so viele Menschen, die haben gar keine Geschenke, können sich auch keine leisten, haben ganz andere Probleme. Wir haben also eigentlich echt verdammtes Glück, wenn es Menschen gibt, die überhaupt an uns denken und uns beschenken wollen. Übrigens, Schenken ist kein Contest. Du kannst Liebe und Aufmerksamkeit nicht an den Euronen festmachen. Es geht nicht darum, was ihr bekommt, sondern dass ihr was bekommt. Unser Tipp Nummer 3, respektiert euch. Zum Beispiel beim Gottesdienstbesuch. Die einen wollen vormittags, die anderen wollen abends, die anderen wollen gar nicht. Wie soll man das denn bitte allen recht machen? Oh, Jens, ich habe bis vor einer Stunde noch gearbeitet. Geschenke muss ich auch noch einpacken und das Essen ist auch noch nicht fertig. Können wir den Gottesdienst nicht einfach mal ausfallen lassen dieses Jahr? Jo, ich sag's mal so. Ich geh hin. Oh, jedes Jahr die gleiche Diskussion, ey.
Freunde, dass die Gottesdienstzeiten nicht immer zur restlichen Weihnachtsplanung passen, ist uns auch klar. Nutzt doch aber einfach mal die vielen Online-Angebote, da kann ich sogar nebenher noch Geschenke einpacken. Schaut doch mal auf der Website von eurer Kirchengemeinde vorbei oder zum Beispiel bei Online-Kirche Württemberg. Wichtig ist, respektiert die Wünsche der anderen. Unser Tipp Nummer 4, unterstützt euch. Also wenn ich so drüber nachdenke, wie das bei mir früher war, Family am Start, jeder hat Hunger, alle wollen essen und wer steht stundenlang in der Küche und kocht? Richtig, Mama. Und heutzutage ist es auch nicht unbedingt so einfach. Da kann so ein Festessen schon mal zum Desaster werden, vor allem was die Planung angeht. Ja, Jens, Festtagsmenü steht. Ich fange mal mit dem Besten an. Hauptgang Hirschbraten. Ja, du weißt aber schon, dass Tante Lore Vegetarierin ist, ne? Nee, habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Aber weißt was, dann machen wir ihr einfach da Tofu dazu, oder? Mhm. Wobei, passt dann die Sahnesoße noch? Schon, aber meine Cousine hat halt die Laktoseintoleranz, geht also sowieso nicht. Gut, weißt was, dann machen wir da einfach eine zweite Soße. Dessert wäre dann Apfelstrudel mit Mandelsplittern. Nussallergie. Oh, wisst ihr was, macht euren Scheiß doch alleine. Nicht cool, wenn man sich um alles alleine kümmern muss. Aufgabenteilung heißt das Zauberwort. Wenn man sich dann gegenseitig unterstützt, dann wird da für alle ein schönes Fest draus. Noch besser? Macht doch einfach ein Event draus. Vorteil, ihr verbringt gemeinsam eine schöne Zeit und ich meine, genau darum geht's doch auch an Weihnachten. Unser Tipp Nummer 5, besser planen. Jo, da müssen wir uns alle auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, aber sind wir mal ehrlich, wir wissen nicht erst am 23., dass am 24. Weihnachten ist. Achim, zockst du eine Runde mit? Nee, Digga, gar keine Zeit. Ich muss hier noch Geschenke einpacken, das Essen ist auch noch nicht fertig und ich glaube, nach der Aktion muss den Pulli auch noch mal waschen. Ich hab dir im Oktober schon gesagt, kümmere dich drum, dann hättest du jetzt nicht so einen Stress. Hast du nicht auch gesagt, du musst noch ins Büro? Ja, eben. Leute, auch wenn es vielleicht ein bisschen seltsam klingt, aber Geschenke kann man zum Beispiel auch, Überraschungen, das ganze Jahr über besorgen. Und planen, was es zu essen gibt, kann man auch schon Wochen im Voraus. Und wenn ihr das schon alles safe erledigt habt, dann bringt es euch auch nicht aus der Fassung, wenn der Chef nochmal durchklingelt. Oh, echt jetzt. In diesem Sinne, Freunde, wir aus der Brenz WG wünschen euch von Herzen ein frohes Weihnachtsfest. Viele entspannende, gemeinsame, schöne Stunden mit euren Liebsten. Ein verdammt leckeres Weihnachtsessen. Und das ein oder andere Geschenk, was euch Strahlen ins Gesicht zaubert. Frohe Weihnachten! Merry Christmas! Lasst es euch gut gehen, schöne Feiertage. Oh, oh, oh.